Raphael Köhner heute eine bittere Niederlage, obwohl man sehr gut ist gestartet. Wann hat es angefangen, der Ehe? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich hatte das Gefühl, dass der Match recht gut im Griff gehabt, das 3-3 überkam. Es war recht unnötig. Schottverschieden war wirklich konsequent vor dem Goal und ihre Chance genetzt, wir nicht. Und das war, glaube ich, am Schluss der Unterschied. Es hat heute zwei Verlängerungsdrittel gegeben. Sind vielleicht am Schluss die Beine ein bisschen mieter gewesen als die von Schottverschieden? Keine Ahnung, also ich glaube nicht. Wir haben gesehen, es war ein Auf und Ab gewesen. Beide Mannschaften hatten wenig Chancen, beide ungefähr gleich viel plus minus. Beide ein paar Beine gemacht. Ja, es ist wie es ist, ob wir jetzt 1 verlieren oder 4-3 nach Verlängerung. Es ist ein Sieg für Ski. Es geht weiter und wir freuen uns wieder auf Donnerstag. Sicher ein Sieg für La Chotte auf Messer schneiden, es hat auf beide Seiten kippen können. Ist das so ein bisschen das, was man mitnimmt jetzt für die dritte Partie? Ja, sicher. Also ich meine, wir haben gewusst, es wird eine enge, harte Serie. Zwei Mannschaften auf Eugen und ja, bis jetzt genau das, was wir erwartet haben und es geht weiter. Ich meine, wenn wir 4 Matches gewinnen, ist Playoffs geil und weiter geht's, ja. Besten Dank, alles Gute für die weitere Serie. Merci dir, merci.